Ich glaube schon. Der ist viel zu stark. Wenn das ein Hecht ist, ist es 1,20 Meter. Ja, hab'n. Jawohl, Freunde, das ist der erste Meter meines Lebens. Fisch? Fisch? Fisch! Was ist für eine Maschine? Und Fisch. Yes! Damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Bitefight in diesem Jahr. Wir sind wieder im Trio unterwegs, Tamara, Björn und ich. Ich habe echt richtig Bock, das Wetter ist richtig gut. Ich hoffe, dass nachher vielleicht noch ein paar Wolken rauskommen, denn die Fische scheinen nicht so ganz aktiv. Wir haben schon ein bisschen geangelt, aber ich hoffe, es wird eine coole Folge für euch. Und an der Stelle nochmal sorry, ich hatte in letzter Zeit echt viel privat zu tun. Ihr wisst selber, wie es ist, da kommt einiges zusammen. Ich hatte nicht so die Lust und Zeit, angeln zu gehen, aber jetzt geht es endlich wieder los. Ich habe richtig Bock und ich hoffe, ihr auch. Viel Spaß. So, für mich gab es auch den ersten Barsch. Hat seine 22 cm, der kleine, schön gekommen an der Schilfkante. Und ja, also auf Hecht läuft es aktuell gar nicht gut. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen zu warm sein. Wir warten mal ab, vielleicht kommen später noch ein paar Wolken. Aber mit Barsch funktioniert es gar nicht ganz gut. Warte, ihr habt einen Kescher da, einen großen. Hat sich besser verkauft. Der hat Power gehabt. Ja. Und ab ich stehst. Immerhin mal den ersten Fisch jetzt im Kescher, du. Nicht so ganz die erhoffte Größe, aber ist ein schöner Fisch. So 65 wird der haben, denke ich mal. Sehr, sehr schön. Ein paar Fehlbisse haben wir schon gehabt, auch gute. Das war jetzt bloß der erste, der jetzt hängen geblieben ist. Jetzt gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. Zu dem Zeitpunkt, wo Björn den Hecht gefangen hat, waren wir wirklich schon mindestens 2-2,5 Stunden am Angeln. Es war wirklich richtig zäh. Wir hatten extrem viele Fehlbässe. Das zieht sich auch über den Tag so durch. Und wir waren wirklich extrem erleichtert, als der Fisch dann wirklich im Kescher war. So, auch bei mir ist jetzt auf dem Shiny Green einer eingestiegen. Dreimal gebissen, der Lump. Und jetzt hängt er endlich. Ich glaube, es ist gar kein schlechter Hecht. Ging auch kurzzeitig in die Bremse. Jetzt mal gucken, was da hochkommt. Aber endlich. Also das hat sich echt lang gezogen heute. Oh ja. Oh, muss mal gucken. Und er hängt nur am Drilling, ne? Also die Fische sind ordentlich zickig heute. Ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Ist jetzt kein ganz großer. Aber immerhin hängt mal der erste. Dann gucken wir mal, dass wir den hier mal kurz entschneidert eingenetzt kriegen. Jawohl. Petri. Dank. Da ist er für mich, der kleine Grissen, gebissen. Auf dem Shiny Green von den Bitefight Baits. Geil, ich freue mich, der erste für mich. Das natürlich auch wieder zurück und Abfahrt. Geil, so kann es weitergehen. Es kommt auch ein bisschen Wind auf und es wird ein bisschen bewölkter. Und ich denke mal, dass das die Fische jetzt nochmal zum Biss anreizt. Von dem her machen wir gleich weiter, verlieren wir gar nicht lange Zeit und los geht's. Hochkonzentriert bei der Sache. Immer hochkonzentriert. Weil bei den Bissen heute, wenn du da immer nicht aufpasst, dann hängt der nächste nicht. Selbst wenn man aufpasst, weiß nicht, was halt los ist. Ja, das stimmt. Sie beißen echt richtig spitz. Wir fischen, wie gesagt, alle drei mit Drilling. Und trotzdem haben wir noch wahnsinnige Fehlbisse. Und wir fischen nicht mal groß, sondern wir fischen alle so um die 12 bis 14, 18 cm.
Also völlig normal eigentlich. Aber so ist es halt manchmal. Umso schöner ist dann, wenn man doch einer hängen bleibt und man seinen Fisch in der Hand hat. Scheißegal, wie groß er ist. Jan, komm mal bitte. Alter. Das ist ein kranker Fisch. Oh, fuck. Das ist ein kranker Fisch. Das wird der neue. Ich krieg den nicht hoch. Also wenn ich tippen dürfte, ist ein Karpfen. Ich glaube schon, der ist viel zu stark. Wenn das ein Hecht ist, ist es 1,20 Meter. Alter Schalter! Was zur Hölle? Weil ich spüre auch keine Kopfschläge. Ja, ist ein Karpfen. Scheiße! Alter! Weil ich habe mich schon gewundert, ich habe nicht mal einen Biss gespürt. Ja, oh, Freunde, das passiert leider auch mal. Also wir haben jetzt die Wahl zwischen Karpfen und 1,20 Meter Hecht. Aber ich meine, es ist ein Karpfen. Es ist ein brutaler Karpfen. Bitte lass es ein Hecht sein. Aber ich glaube, es ist ein Karpfen, weil du spürst keine Kopfschläge, gar nichts. Guck mal, der läuft komplett in die Bremse. Den habe ich da gerade vom Schilf weggezogen. Also wenn es ein Hecht ist, dann ist es ein Monster. Aber du hast doch erst viel das gehabt, ich hab's drauf hin. Ja, ich glaube, aber ich habe den quer gehackt. Weil ich habe keinen wirklichen Biss gespürt, sondern wirklich wie nur so. Wenn das ein Hecht ist, dann. Also die Cash ist auf jeden Fall da. Dann ist ein 1,10 Meter, 1,20 Meter plus. Es ist ein Karpfen. Schade. Ich habe noch nie einen Querkarpfen gehabt. Hunderte. Echt? Im Sommer kannst du vergessen. Das ist schlimm mit denen. Wirklich noch nie gehabt. Ich krieg den doch so niemals hoch mit der Rute. Einfach Zeit lassen. Boah, hätte ich mir. Ja, hat jemand eine Zigarette? Ja, das könnte sein, dass wir noch von uns kommen. Weil auch als er abzogen ist, dieses das war nicht Hecht-like. Oh, schade, ich habe echt gedacht, jetzt ist er der nächste Meter. Das wäre halt wieder so. Das wäre richtig. Ich sag's gerade noch, gell? Oh, ist sogar ein richtig schöner. Das ist ein Hecht. Das ist ein Hecht. Oh ja, tatsächlich. Der ist aber querkarkt, der Hecht. Junge, sag ich doch. Deswegen hat er sich so komisch angefühlt, ja, weil der. Ich glaube, der Kescher ist schon ein bisschen größer. Ich kann mit 1,11 Meter auch schon reichen. Ja, der ist querkarkt. Ja. Petri aber der zählt leider nicht. Egal, aber am besten tun wir trotzdem. Ein Meter ist keiner. Klar, das ist nicht Meter. Das ist ein 90er. 90. Freunde, 90er. Aber der hat leider nicht gebissen. Den haben wir quer gehackt am Rücken. Ich hatte erst einen kleinen Biss. Und dann hing er. Ich denke mal, dann habe ich ihn einfach am Rücken getroffen. Aber mega, mega schöner Fisch. Richtig geil. Ich freue mich. Schöne Dame. Ich bin jetzt echt die ganze Zeit von dem Karpfen ausgegangen tatsächlich. Weil ich halt auch die ganze Zeit keine Kopfschläge gespürt habe. Aber klar, wenn der Fisch natürlich in dem Fall ein 92er Hecht oder knapp die 90, dann spürt man natürlich auch keine Kopfschläge. Aber ich freue mich natürlich trotzdem über den Fisch, ganz klar. Auch wenn er jetzt nicht regulär gebissen hat.
Aber an so einem 10 Tag wie heute freue ich mich auch über einen quergehackten Fisch. Und wenn es dann halt natürlich so eine fette Dame noch ist, freue ich mich umso mehr. Also gucken wir, dass wir hier noch ein paar reguläre gehackte Fische rauskriegen. Also was heute echt so ein bisschen das Hauptproblem ist, ist tatsächlich echt die Bissausbeute. Also auch in der Bucht, wo wir jetzt hier gerade sind, wir haben wirklich, jeder Tamara hatte glaube ich 2, 3 Bisse und den kleinen Hecht, den ihr gerade gesehen habt. Bjarni hatte nochmal 2 Fehlbisse. Also ich weiß nicht, wir fischen alle wirklich recht klein, so um die 12 bis 14 cm mit Drilling und die Fische bleiben nicht hängen. Also die haben anscheinend wirklich heute echt gar keinen Bock zu fressen. Und an so einem Tag kannst du halt auch wahrscheinlich machen, was du willst. Was jetzt unser Plan ist, wir verlassen jetzt so ein bisschen die Flachwasserzone und gehen wirklich ins Freiwasser und gucken, ob da vielleicht eine größere Dame steht, die wir abgreifen können. Aber so scheitert es halt echt ein bisschen an der Bissausbeute. Also die Bisse sind da, aber es sind halt keine wirklichen Fressbisse, wie man es kennt, sondern ja, so ein Verpiss-Dich-Biss, ne? Und die bleiben einfach nicht hängen. So, angekommen im Freibereich. Und wir hoffen natürlich, dass die Fische jetzt natürlich relativ hoch stehen. Das heißt, wir fischen jetzt auch gar nicht so tief, sondern lassen den Köder wirklich nur vielleicht auf 2-3 Meter absinken. Da vermuten wir jetzt so die Brutfische und die Hechte stehen leicht drunter, dass da dann der eine oder andere Freiwasserhecht kommt. Also, da ist jetzt ein kleiner Frechdachs eingestiegen. Wie man sieht, der Köder ist nicht arg viel kleiner wie der Fisch. Verrückt, wie der sich überschätzt hat. Ja, ist nicht so ganz die Zielfischgröße, aber immerhin mal wieder ein Fisch. Oh, der kommt gar nicht hoch. Das ist ein richtig gutes Ding. Brutale Kopfschläge direkt am Anfang gehabt. Auf. 18er. Boah. Junge, Alter, wie der in die Bremse geht. Dein Kescher ist bereit, oder? Ja, liegt schon da. Muss nur gucken, dass sich hier nichts verhakt. Soll ich einen Kescher oder willst du selber? Ich probier's selber. Ich habe ihn noch nicht gesehen, da kommt er. Weg vom Boot. Ja. Der ist garstig. Also 90 müsst ihr haben. Nee, einen Meter hat er nicht. Und eingenetzt. Petri. Petri, danke. So, der erste gute für mich. Diesmal regulär gebissen. Gott sei Dank. 87 hat der Schöne, kam jetzt mit Freiwasser. Bombenhafter Einschlag. Also richtig gut auf dem großen Gummi. Richtig, richtig Spaß gemacht. Es ist schön, dass jetzt gegen Ende von der Session die Arbeit jetzt doch noch belohnt wird. Es war schon echt zäh heute, aber das ist doch ein schöner Abschlussfisch. Ich habe noch einen Clip für euch, Freunde, aus dem Frühjahr mit Livebiss und wirklich einem schönen Fisch, den ich euch auf keinen Fall vorenthalten will. Livebiss. Also wünsche ich euch noch viel Spaß. Oh, das ist ein mit guter. Einen Clip. Ja, ja. Oh, das ist wirklich kein schlechter. Alter, wie macht ihr die scheiß Bremse auf? Vorsicht.
glaube, der passt nicht in meinen Kerschop, Jan. Alter, geht komplett in Bremse. Der Einschlag, Alter. Geil, Alter. Jawohl. Der ist ein bisschen bessere Fisch für mich. Der wird die 80 knacken. Richtig geil. Erster Wurf gecheckt. Ich freue mich tierisch. Geiler Fisch, Alter. Damit wären wir am Ende vom Video, Freunde. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ich blende euch hier nochmal den Link zum Online-Shop ein von Geiler Hecht. Schnappt euch den Bitefight-Chat. Mit dem Code Bitefight spart ihr nochmal 10%. Ich hoffe, ihr fangt auch so geile Fische wie wir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.